Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Heute wollen wir mal das Thema Laufen bzw. Sport bestrahlen. Nach dem Intro geht's weiter. Ja, und zwar sind wir, ich und Rico, nicht nur mit dem Handy beschäftigt und gucken uns nicht nur Apps an, sondern wir treiben tatsächlich ein bisschen Sport, also ich zumindest, ja. Und zwar laufe ich seit 3 Jahren jedes Jahr einen Halbmarathon, eigentlich in Strausberg um den Straußseelauf. Das sind 1,5 Runden um den Straußseelauf. Dann Corona ist das Ganze aber ausgefallen. Also darf ich dieses Jahr bloß den Hauptlauf laufen. Das sind 9,2 Kilometer einmal um den Straußseelauf rum. Aber glücklicherweise darf ich am 18.10. auch noch doch noch einen Halbmarathon laufen, und zwar den Halbmarathon um den Müggelsee, um den größten See Berlins. Und also einmal rum ist dann ein Halbmarathon. Und genau, Rico, die faule Sau, der hat sich weder bei dem einen noch dem anderen angemeldet. Mal kicken, ob wir nächstes Jahr schaffen, die Ratte dazu zu bringen, dass er sich anmeldet. Ansonsten nehme ich euch mit, dann melden wir den einfach nächstes Jahr selber an, und dann muss er zusehen. Und dann wird auch interessant, ob er mir ein Geld gibt. Denn man muss ja mit Anmeldung gleich Geld überweisen. Wir werden mal dann sehen, irgendwie werden wir es schon schaffen, dass der das schafft, hier der fette Hund hier mal einen Lauf mitzumachen. Hat er übrigens auch schon vorletztes Jahr oder letztes Jahr ist er auch mal einen Halbmarathon mitgelaufen. Hat er auch überlebt. Ja, ging also alles gut. Wir testen das jetzt mal, und ja, das sind halt, kann ich wenigstens mal 2 Läufe miteinander vergleichen. Und nächstes Jahr werde ich dann noch mal einen anderen Halbmarathon laufen oder mal einen Tough Mudder ausprobieren oder sonst hier. Ihr könnt mir ja nicht unten schreiben, mal in die Kommentare drin, was ich denn mal so ausprobieren soll. Lauftechnisch so. Also seid gespannt. Der 3.10. ist ja dann schon morgen. Und ja, morgen werde ich euch dann mal so ein bisschen mitnehmen. Das Video gibt es natürlich erst später, wenn ich dann den Straußseelauf auswerte. Genauso wie nach dem 18.10. werde ich dann den Müggelseelauf auswerten. Die jeweiligen Websites zu diesen Läufen sind natürlich hier unter dem Video verlinkt. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, damit ihr die folgenden Videos auch nicht verpasst. Und jo, ich freue mich, ich gehe jetzt nochmal die letzte Runde ganz leicht trainieren. Und dann freue ich mich echt auf morgen. Rico, der fette Hund, da werden wir uns noch was einfallen lassen, damit er auch mal wieder mitkommt. Also, Leute, ciao. Bis demnächst.